Hallo und herzlich willkommen im Wald. Thema heute bei den Gefahren: Gewitter. Was tun bei Gewitter im Walde? Und da muss man gleich als allererstes mal mit einem alten Gerücht aufräumen. Ich habe das damals auch noch so von meinen Eltern zu hören bekommen. Wenn es gewittert, nicht in den Wald gehen. Das ist generell schon mal nicht verkehrt. Wenn es gewittert, sollte man nach Möglichkeit, also wenn es so richtig fett gewittert, schon irgendwo Zuflucht suchen und vielleicht erstmal noch zu Hause bleiben, bis das Gewitter vorbei ist. Aber grundsätzlich ist der Wald gar kein schlechter Ort, wenn es gewittert. Denn bekanntlich schlägt der Blitz immer da ein, wo der höchste Punkt im Gelände ist. Befindet man sich jetzt auf irgendeiner Wiese und steht da als 1,90 hoher Punkt, dann ist man im Regelfall tatsächlich der höchste Punkt im Gelände. Und so eine Wiese ist demzufolge bei Gewitter erheblich gefährlicher als ein Wald. Warum gilt der Wald als gefährlich bei Gewitter? Na, weil mit Gewitter meistens auch noch entsprechend starker Wind einhergeht. Also was heißt meistens, zumindest mal oft. Und der Wind wiederum ist dann natürlich gefährlich, weil man dann von Ästen, die vom Baum gerissen werden oder sogar von einem umstürzenden Baum potenziell getroffen werden könnte. Der Blitz ist bei Gewitter im Wald wirklich im Regelfall kein Problem. Weil, wie wir gerade gesagt haben, schlägt der im höchsten Punkt in der Landschaft ein. Und das ist kein 1,90 Mensch innerhalb von einem Wald mit einer Oberhöhe von, sagen wir mal, 45 Metern, wenn es ein sehr hoher Wald ist. Selbst wenn er nur 30 oder 15 Meter hoch ist, dann ist er immer noch erheblich höher als unser Eins. Selbst eine kleine Dickung ist immer noch erheblich höher als unser Eins. Das heißt, wir können uns jetzt nur noch überlegen, wo wir denn im Wald am besten Schutz suchen, wenn wir uns im Wald bei einem Gewitter befinden, weil aus dem Wald rausrennen, wie es teilweise schon empfohlen wurde, in diversen halbrichtigen Survival-Hinweisen, halte ich für eine relativ bescheuerte Idee, weil, wie gesagt, sobald man in die offene Landschaft rennt, ist man der höchste Punkt. Auf eine Lichtung im Wald rennen, möglichst in die Mitte stellen, um dann da wieder der höchste Punkt im Bereich der Lichtung zu sein, halte ich auch für eine beschissene Idee, es sei denn, es ist eine sehr kleine Lichtung. Andererseits, das hat wieder was mit dem Sturm zu tun, auf Lichtungen ist die Chance, dass ein Baum am Rand der Lichtung umfällt, das hat was mit den Windverwirbelungen am Rand einer rauen Oberfläche, die plötzlich aufhört, also sprich, wo plötzlich kein Baum mehr steht, gibt es Windverwirbelung am Randbaum einer Lichtung und der fällt dann gerne um, und zwar in die Lichtung, im Regelfall. Kann auch mal anders sein, aber die Chance, auf einer kleinen Lichtung vom Baum erschlagen zu werden, ist relativ hoch. Da also Schutz zu suchen, wäre blöd. Wo geht man denn dann hin bei Gewitter entsprechend im Wald? Naja, nach Möglichkeit in so einen mittelalten Wald mit mittelhohen Bäumen. Das heißt, der Blitz kann einem nichts tun. Die Chance, dass die vom Wind umgeworfen werden, ist aber noch vergleichsweise gering. Je älter der Baum, desto eher fällt er um. Je höher der Baum, desto eher fällt er um. Ganz kleine Bäumchen, also irgendeine Dickung und so weiter und so fort, ist bei nur Sturm ohne Gewitter eine gute Idee. Ist bei nur Gewitter dann wieder von dahingehend nicht so toll, weil so ein ganz dünnes Bäumchen, an dem man nebendran steht, das könnte auch vom Blitz getroffen werden. Der Blitz trifft einen nicht selber, aber da ist die Chance, dass der Strom dann im Boden in alle Richtungen noch ein bisschen weiter fließt und einen selber dann noch entsprechend erwischt, leider relativ hoch. Besser ist es da wirklich, wenn der Baum, wenn ein relativ großer Baum getroffen wird, der auf aufgrund seiner Wurzeln einfach so eine Art Blitzableiter bis tief in den Boden Funktion aufweist. Die Chance, dass die elektrische Energie dann noch großartig durch den Boden weiter in die nähere Umgebung geleitet wird, ist da etwas geringer, habe ich mir sagen lassen. Ist trotzdem noch vorhanden, ist aber etwas geringer. Deshalb so der ideale Punkt, um rumzustehen bei Gewitter oder rumzusitzen, am alleridealsten folgendermaßen. Moment, ich mache das mal vor. So kauernd, ne? Mit den Füßen möglichst nah aneinander, damit man nur mit einem Punkt den Boden berührt. Dann kann nämlich nicht der Strom zum einen Bein rein und beim anderen Bein wieder rausfließen, ne? Also idealerweise in dieser Haltung hockt oder steht man irgendwo im Walde rum, wo mittelgroße Bäume sind, noch nicht allzu alter Wald eben, so ein
mittlerer. Ne? Man spricht da zum Beispiel von Stangenholz. In dieser Phase kann man sich da ganz gut aufheben. Und wenn man dann einen möglichst großen Abstand zu den jeweiligen Bäumen, die auch entsprechend hoch sind, einhält, damit man nicht direkt am Stamm, wo die elektrische Ladung runterkommt, rumsteht, sondern schon noch in einem gewissen Abstand dazu, dann wäre das eine gute Idee. Und was man dann auch beachten muss, ist, dass das bitte nicht in einer Mulde liegt, weil in einer Mulde sammelt sich das Wasser und damit steigt die elektrische Leitfähigkeit des Bodens und damit auch die Ausbreitung der Spannung durch den Boden, ne? Und dass man dann halt eben relativ schnell da noch ein bisschen was abbekommt, wenn der Boden entsprechend nass ist. Also im Idealfall ist es sogar eine ganz leichte Kuppel und an der Mitte der Kuppel steht man und natürlich sind drumherum überall noch die Bäume und obendrauf und so weiter und so fort, damit der Blitz einen halt eben nicht direkt trifft. Ansonsten ist eine Kuppel in der freien Landschaft so ziemlich der bescheuertste Ort, wo man sich bei Gewitter aufhalten kann. Im Wald bei Bebaumung sieht die Sache natürlich ein bisschen anders aus. Muss man sich halt überlegen, natürlich ist das wieder ein schlechter Punkt, wenn es noch zusätzlich stürmt. Aber für den Blitz ist es relativ gut. Man kann sich bei einem stürmischen Gewitter eigentlich aussuchen, was man optimieren möchte. Den Schutz vor Blitz oder den Schutz vor Baum der Umwelt. Beides, schwierig. Und am ehesten halte ich halt eben noch den mittelgroßen Wald, mittelhohen, mitteldicken, für den besten Kompromiss, wo die Chancen, dass man da von irgendwas erschlagen oder elektrifiziert wird, am geringsten sind. Gut, das war's dazu. Mehr habe ich da auch nicht zu sagen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.